Aber wir gucken uns jetzt die Version, die ist, hat einer erstellt. Es gibt nämlich noch eine, ich nenne es jetzt einfach mal Fan-Version, die tatsächlich gruselig sein soll. Also wo man einfach das gleiche Konzept und Umgebung genommen hat und das dann halt einfach auf legit Horror gemacht hat und nicht so auf haha, lol, Drohne-Bunk. Das gucken wir uns an, das nennt sich Garden of Ben-Ben Reincarnated. Reenchanted? Reincarnated. Wiedergeboren. Das soll richtig gut sein. Schauen wir uns das mal an. Jetzt schauen wir uns das in gruselig. Und der Dude, der das gemacht hat, hat das grobe Spiel in einer Woche gebastelt. Aber hat jetzt, ich glaube, die letzte Zeit nochmal ab und zu mal abgedatet. Aber der hat das komplette Spiel, das, die Basis, in einer Woche gemacht. So, machen wir mal Play. Chapter 1. Er plant auch mehrere Kapitel. Ja, gespannt. Das sieht doch schon mal ein bisschen mehr nach Horrorspiel aus. Alles ein bisschen matschiger, alles ein bisschen dreckiger, alles ein bisschen dunkler. Keine komplett blockigen Assets. Kann ich da drücken? Kann ich drücken? Nö, kann ich nicht drücken. Kann ich draus gucken? Muss morgen wieder. Oh je, yeah. Morgen muss ich auch ab 12 Uhr. Wir haben irgendwie ein Event. Osteressen oder so. Plus Green. Oh, er ist ja putzig. Hey, will ich ihn auch? Gut, das ist ein Nein. Oh, da haben so eine gemalte Wand. Das sieht echt cool aus. Okay. If you can dream it, you can do it. Wenn du es träumen kannst, kannst du es auch tun. Ich habe eine Taschenlampe. Die hat mir im Spiel gefehlt, aber es war ja auch fucking hell in dem Spiel. Eine richtige Küche. Hallo. Eigentlich umhauen? Bonk. Ich freue mich, wenn ich die Sachen umschubsen kann. Eine Keycard. Und Bob, consider this my letter. Nee, ist aber schwer zu lesen. Consider this my letter of resignation. I'm 27 years of being a cook. I have never had such a miserable experience. There's no kitchen stuff. So cooking, cleaning, planning, everything was up to me. The only thing I was in charge of was ordering supplies. I was cooking the same food every day. These kids are going to get sick. There's no nutrition in the food we serve. I don't even know how this is legal. Not mention the kids being so gross and mean. Jumbo Jewel is not ex. Was zur Hölle steht da? Ex. And the drink's name. Ich kann das nicht lesen. I'm overweight, but I can't handle being in it two times a day? 200 times a day! Screw you, Rob. Screw you, Jumbo Josh. And screw you, Josh. I had Josh. Na, war ja mit Josh nie ganz so entfernt. Ich hab, glaube ich, Jim oder. Ich hab wieder vergessen, wie ich ihn genannt habe. Ist auch egal. Jetzt hängt mein Charakter wieder. Kann ich mich bewegen? Okay. Okay, sobald ich ins Spiel klicke, ist mein Charakter irgendwie eingeschlafen. Na gut. Okay, er hat einfach keine. Also er ist alleine oder sie? Julie. Okay, seine sie. Sie ist allein in der Küche, hat keine anderen Helfer, hat auch nur eine Sache, die sie machen kann und das findet sie kacke. Ist halt ungesund für Kinder und alle. Und ja, sie fühlt sich wie in einem Zoo, die Kinder sind alle gemein zu ihr und sie kündigt. Oh, okay, Kurzfassung. Kann ich irgendwas aufmachen? Ich habe die Keykarte.
Oh, er kann so tatsächlich schnell rennen. Okay, manchmal ist es doch recht hell, wenn man sehr nah ist. Es geht auf. Drohne! Irgendwas stimmt mit der Drohne nicht. Die Faces inverted? Faces in inverted. Ich bin ein Schlüssel. Kann ich den Schlüssel? Ah, ich habe einen Schlüssel. Was haben wir hier? Irgendwelche Berichte. Oh, das ist echt schwer zu lesen, die Schrift. My Drones. Achso, die. Ah, die Drohne ist kaputt. Sie ist hier in Reparatur. Ja, und einfach nur ein Bericht. Die Drohne ist dann und dann kaputt gegangen. Ach hier, Klaus. Haben wir noch irgendwas? Ne, wir haben einen Schlüssel gekriegt. Kriegen wir keine. Ich fand die Drohne eigentlich ganz lustig, auch wenn sie manchmal ein bisschen komisch war. Kann ich hier drücken? Hm. Für was haben wir jetzt den Schlüssel gekriegt? Für hier? Ah, für hier. Okay. Guck mal da. Oh, das ist ein. Ist das ein Mensch? Nee, ist der Vogel. Ich meine, oh, ist er weg. Der Vogel sieht gruselig aus wie der andere. Kann man nicht durch? Ist Glas. Ah, alle Lichter gehen an. Pferdelicht! Okay, das geht ja nicht, wenn wir keine Drohne. Ich kann auch nicht dagegen hauen. Nee, darf ich nicht. Nee. Gruppe A, Gruppe B. Sketchful, Diktatur. Ah, okay, das. Bonk. Ja, alle so gegen Schienen. Oh, nice. Das ist ja coole Musik. Das sieht auch schön nach Spielplatz aus. Das andere war so ein bisschen traurig. Oh, so viel Röhren. Oh, er muss auch Eier sammeln. Müssen wir jetzt auch den Vogel füttern mit seinen eigenen Eiern? Ich hab eins gesehen. Ich hab deins gesehen. Kann ich. Ah, ich kann mich bücken! Okay, komm ich nicht durch. Die haben sogar Treppen. Der andere hat nur Holzbretter. Ich rutschen? Hui. Das sieht eigentlich echt hübsch aus hier. Hat sich einer echt Mühe gegeben. Das andere war so ein bisschen traurig im ersten Kapitel. Haben sie ein bisschen gebessert im zweiten? Was Einrichtung angeht, aber. Ja. Das ist echt schön gemacht hier. Dass wir den Röhren überall. Wo muss ich jetzt hin tun? Ach, da! Muss ich in das Nest reinpacken? Ist es schon mal besser, wie den Vogel zu füttern? Eins fehlt, oder? Wie viel brauche ich denn? Sechs. Ich habe vier. Wollen noch zwei. Kann ich da reinkriechen? Ist der Rutsche was? Schön bunt. So ein bisschen trippy mit den bunten Farben durch die Röhre. Oh, die Musik weg. Und hier. Die Frage. Okay, vielleicht nicht da rein. Gehen wir erstmal hier rein. Da hat mich was angeguckt. Da ist bestimmt der Vogel drin. Es ist aber auch nicht viel besser. Beobachtet. Was haben wir hier? Oh, er hat einen Vogel gezeichnet. Der sieht viel freundlicher aus. Das ist creepy. Oh nein, jetzt muss ich in die andere Röhre, wo es mich anguckt. Darf ich da nicht rein? Muss ich da rein? Tap, 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 tap. Oh, das, ah, da guckt mich doch direkt was an. Ja, das bringt ja nichts, ich brauche noch ein Ei.
Das ist trippy mit den bunten, krassen Farben. Da ist der Vogel. Okay, er ist weg. Ich war mir nicht sicher, ob er mich nicht angreift, dass ich da doch nicht hin soll. Wo steht er? Pretty Bird, Pretty Bird, Pretty Bird, Pretty Bird. Schöner Vogel, okay. Ne, ne, ist einfach nur komisch. Ich dachte, das ist eine Feder vom Vogel. Und wieder zurück. Jetzt haben wir aber alle Eier. Jetzt steht er auf der anderen Seite. Der folgt er mich. Wo ist er eigentlich hingelaufen? Ja, da war ja. Da war zu. Geht's da weiter? Weil der ist ja irgendwo hingelaufen, der Vogel. Der müsste jetzt irgendwo sein. Der kann ja nicht durch den Boden einfach versinken. Ist er hier irgendwo in der Ecke kauern? In den Backrooms gelandet. Weg ist er. Oder ist sie? Ist ja ein weiblicher Vogel. Weg ist Ophelia. Ich warte, dass sie hier irgendwo sitzt. Die springt mich ja garantiert noch irgendwann an. Oh, ich warte mal. Ich kann mich hier hinstellen. Man soll nicht alles einzelner reinpacken, was halt echt angenehm ist. Da habe ich noch eine Keycard. Hier hinten war noch was. Wo ich für mich rennen kann. Okay. Aber dann hier. Ne? Nein. Für was habe ich jetzt die Keycard? Nee, ich habe einen Schraubenzieher. Ah, okay, jetzt kann ich die Schachtel. Hier hinten war ein Schacht. Ich mag die Musik voll, das ist ja voll nice. Okay, hier war ein Schacht. Kann ich aufmachen? Finden wir hier die Keycard? Lensflare haben wir gefunden. Oh lol! Ich dachte, mein Spiel ist abgestürzt. Müssen wir da durch? Oder ist das Deko? Hör auf unsere Vorgesetzten. Ist nichts. Oh nee, bitte lass hier auch nicht. Auch kein Parcours oder so sein. Okay, hier soll ich vielleicht nicht hoch. Der ist Deko. Ich habe auch so ein Ballpit ohne Bälle. Aber es wäre eigentlich schon cool, wenn hier wirklich irgendwie Wasser oder so drin wäre. Kannst du da runterrutschen und einfach runter. Obwohl, dann springst du direkt auf die Plattform. Aus der die Schädel an. Entweder Plattform oder diese rutschen Röhren. Wenn du so eine scheiß Plattform triffst, haust du dir doch die Birne an. Oh, sie ist shiny. Oh, der Zettel. Ophelia's next expansion. The new expansion to Ophelia's Nest has been successful so far as requested to be installing the new playgrounds piping before working at the ball pit. Ist doch ein Ballpit. Also so. Arbeit geht voran. Sie haben erst die Röhren verlegt, bevor sie die Arbeit am Bällebad vorsetzen. We've also got a team working on the new hallway that connects the classroom to the new area. Kids should be able to climb from the current play area into the new. Yeah, pipes, but the hallway will be an alternate route to the near area. The overwhelming queue installed some platforms that the kids will be able to climb into the ball onto when it. Oh. Ich kann nicht mehr lesen. Climb onto when in the ball pit. But I have wondered how did they even manage to install them. Of course, we won't actually put balls until we have all the construction done, but
That seems to go on forever. I know there is lower levels to the facility that I haven't seen before, but was it even possible to have a pit that deep? What else is down there? And why going in south of plastic balls? Gute Frage. Also, die waren tatsächlich hier ein Bällebad. Wird kurz erklärt, ja, der neue Bereich und der alte Bereich sind halt durch Röhren verbunden, dass sie halt von den neuen Gebäuden durch die Röhren in die alten kommen. Aber es gibt auch normale Gänge, wo die benutzt werden können. Die haben die Plattform gemacht, dass man da einfach draufklettern kann, wenn man im Bällebad ist. Und er wundert sich, warum das Loch so tief? Und wie zum Hänge haben die Plattform da befestigt, wenn das Loch so tief ist? Und ob man nicht noch irgendwas Sinnvolles tun kann, als so ein tiefes. Also, warum? Also, er weiß, dass die ganze Einrichtung tiefer geht, aber warum halt das tiefe Loch und warum soll man das tiefe Loch mit so vielen Plastikbällen füllen? You've noticed, sometimes it's better to not question stuff here, so I'm just gonna keep my mouth shut. Better to just do my job and go home regardless. The new area should be finished in a couple of weeks, assuming we don't run into another mishap. Okay, er sagt auch, manchmal ist es einfach besser, Sachen nicht zu hinterfragen und einfach die Klappe zu halten und einfach seinen Job zu machen und nach Hause zu gehen. Und in ein paar Wochen sind sie fertig, wenn nicht irgendwie wieder irgendwas passiert. Okay, das ist schon. Irgendwas passiert? Nee. Achso, ich hab da gerade runter. Okay. Immer stimmt mit der Textur nicht. Was ist denn hier drauf? Haben irgendwas draufgesetzt und haben es rot gefärbt. Ja. Haben die falsche Map wahrscheinlich an die Röhren gesetzt. So wie das aussieht. Okay. Ich muss rennen, voll springen. Okay. Oh, das war fast zu viel. Okay, geschafft. Ich wundere mich gerade so dunkel. Ah, guck mal, Moment. Ein Imposter, ein Binti. Wo landen wir jetzt? Krachen wir nochmal durch den Boden und landen ganz tief. Das haben sie aber schlecht zusammengesteckt hier. Sehr ineinander geschoben, einfach nur. Das ist nicht schön gebaut. Ja, einfach nur Box ineinander gesteckt. Und echt schlecht aligned. Da muss man nochmal üben. Ah, dafür, dass das in einer Woche oder so zusammengeknüppelt wurde. Wir sind in den Backroom gelandet. Okay, erschreck mich nicht so. Mann, ja, tue ich. Wohin? Was steht da? Get the door. Da, ja. The door. Oh, no, 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 no. Nein. Was? Oh, nee, die ist schon wieder fallen. Aua. Oi. Was ist mit dem passiert? Ist er hier? Na komm, ich guck gerade, wie das Spiel gemacht wurde. War sehr kurz, aber auch cool. Es war halt die Idee vom ersten Kapitel genommen. Das war ja auch relativ kurz.